Das werden irgendwie auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Ja, was ein Auflauf. Ja, die holen jetzt alle ihre Freunde. Oh, jetzt, ich bin gleich tot. Ich werde gerade vor einem Hai gefressen. Ja, ich sehe es, aber ich traue mich auch nicht ins Wasser jetzt. Ja, noch ein Biss und ich bin hinüber. Ich hoffe, der wartet noch kurz, bis ich an Land bin. Also ist die Variante auch irgendwie doof, jetzt hier reinzuschwimmen. Die ist ziemlich blöd, ja. Dass so in diese Richtung der Hai ist, das wusste ich auch nicht. Also ich werde jetzt auch nicht zurückschwimmen. Nicht? Hey, jetzt Nee. ah Ah komm nee, doch das ist und hol das dich. Wir Spiel, die holen da uns. sich prügelt mit denen. Das ist verrückt. Ja. Lass mal ein bisschen Medizin hier reinwerfen. Aber sie scheinen nicht zu kommen, ne? Weil der eine Läufer, sie glaube ich, hat die gerade umgerannt, oder? Mich? Ich Der ertrink Dicke. gerade. Ich ertrink gerade unsere Gegner. Schön, das sind Die weniger. Mu der eine Mutant ist tot. Das hätte er auch. Jetzt haben wir nur noch einen Mutanten hier. Ja, drei Leute sind es noch. Ich habe unsere Gegner ertränkt. Mir ist übrigens noch nie aufgefallen, dass das ein Kopf ist auf dem Tisch. Auch nicht schlecht. Mit einer Gabel im Mund. Echt? Habe ich auch noch nie gesehen. Ja, weil man da wahrscheinlich im Normalfall einfach nur durchschießt, die Klamotten raus und dann wieder weg, ne? Hier hinten ist es jetzt ruhiger geworden hier. Ja, ich bin schon auf dem Weg, ja. Ja, ich bin auch schon wieder auf dem Weg zurück. Ich bringe halt noch eine Schildkröte mit. So. Nein, das war ja schon. Ja, die sind jetzt wieder Richtung Wald, ne? Könnten wir doch eigentlich ein bisschen umlaufen, ne? Ich nehme den mit. Das war der Plan, war ja die Idee vielleicht sogar. Hier ist so mein Laptop. Wollt ihr noch einen Heilkopf haben? Sollen wir noch einen mitnehmen? Ich habe auch einen hier in der Hand. Dann nehme ich auch noch mal einen mit hier, bevor. So. Zack. Hey, brauche ich noch Schildkröten? Nee. Also ich habe einen Panzer. Aber mehr als einen kannst du eh nicht tragen, ne? Obwohl da eigentlich steht 0 von 3. Ja, weil ihr im Lager noch drei Dinger habt, wo zum Wasser sammeln, wo die Panzer Ja. fehlen, sozusagen. Ich sehe zwar eine Schildkröte, aber die stimmt gerade zurück ins Meer. Hast du gesehen, ja. Da mit einem großen Baum. Hier ist ein Grab. Ja, mit Foto und Kassette, glaube ich. Ja, die Fotos habe ich gesehen, die Kassette habe ich mitgenommen. Wollt ihr jetzt noch weiter oder wollt ihr noch oder zurück? Ich will erst mal sagen, langsam zurück, oder? Ja, für Markus ist glaube ich müde. Ich werde danach nach der Folge wahrscheinlich auch Feierabend machen. Haben wir auch echt gut gemacht. Wir haben uns mit So Urlaub müde schon. bin ich auch noch nicht, aber wenn du Feierabend machen willst, dann mach Ich Feierabend. kann noch, ich kann noch. Also, wir haben noch 4 Stunden Zeit, theoretisch. Bis der Wecker geht. Ja. Nee, Ich alles muss gut. gerade. Weil du gerade übelst am Muss Gehen kurz. warst die ganze Zeit.
Ja, natürlich fängt man um die Uhrzeit an zu gehen, aber ich fühle mich jetzt auch jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt ins Bett müsste. Alles gut, also ein bisschen kann ich auch noch. Sonst mache ich mir gleich nach der Folge meinen Kaffee. Aber trotzdem finde ich, wir sollten erstmal zurück und alles, was wir jetzt so haben, verwerten. Ja, bevor wir irgendwie sterben irgendwie und alles verlieren auch. Richtig. Das ist zum Beispiel etwas, was ich ein bisschen schade finde, dass man halt nichts irgendwie hat, wo man das Zeug mal so ein bisschen aus dem Rucksack raus und. Ja, irgendwie in Kisten packen kann oder so, ne? Ja, wie, Ja. es ist so, wo man das halt zwischenlagern kann. Ja, und Dass man diese halt nicht Regale alles sind jetzt. verliert, wenn man mal auf Tour geht. Ja, und diese Regale, die finde ich, die bringen ja auch nicht wirklich was, ne? Da kannst du ja auch nur die Medikamente und die Dosen reinstellen. Da kannst du Ja, ja. und ja auch nicht wirklich viel, ne? Selbst mit dem großen Schrank, nee. Brauche noch ein Hasenpferd auf jeden Fall und ja, eigentlich noch Schildkrötenpanzer. Ach, hier sind wir ja schon wieder. So weit war das gar nicht weg. Wir hätten einfach nur geradeaus gehen müssen. Ja gut, aber wir haben ja die Höhle quasi also mitgenommen. Aber eine war doch noch, die haben wir noch nicht geguckt, ne? Wir sagten, hier oben ist ja auch noch ein zweiter Höhleneingang, ne? Ja, die können wir auch in der nächsten Folge noch machen. Wenn ihr Bock habt. Wo soll denn der Haikopf hin? Warte, warte, erstmal muss ich hier reinschwimmen, sozusagen. Ich bin noch im Wasser. Es dauert immer ein bisschen. Bin aber gleich da. Wir einen Heilkopf zur Begrüßung über die Tür, damit die direkt Bescheid wissen. Dann mache ich mal den anderen Heilkopf auf der anderen Tür oben. Wieso kann ich hier nicht rausspringen? Da lässt man da schon eine Lücke und dann kommst du aber trotzdem nicht raus. Fleisch weghängen, ne? So. Was braucht man denn nochmal für den Köcher, für den Fallköcher? Ich glaube, drei Hasenfüller. Und zeige ich damit ja nichts an. Wo wurde jetzt eigentlich der Heikopf hingehangen? Einer hängt über der Eingangstür als Ah, Begrüßung. da. Und der andere hängt oben an der anderen Tür oben. Jo, drei Hasenfelle. Oh, ich höre schon wieder was Großes. Sehen tue ich aber gerade jetzt nichts. Doch, Ach, da da oben vorne. kommt er. Es kommt angelaufen. Vorsicht, Baum. Vorsicht, was Großes.
Und was Kleines. Ja, das greift mich gerade von hinten an. Okay. Ich bin dann schon vorbeigeschossen. Kannst du mal bitte das Große töten erstmal? Das wollte mich jetzt gerade mal anfragen. Die kleine Nervensäcke hier geht auch mir. Ich will gerade voll die Attacke starten und Sabrina so von der Seite so pieks, tot. Ja, aber der hatte doch glaube ich schon ein, zwei mitgekriegt, oder nicht? Der hat schon was bekommen, ja. Sonst hätte ich jetzt den Superspeer. So, Bäumchen fällen wieder. Ja, ich gehe jetzt mal nach oben mit der. Wir brauchen nämlich auch nur noch 40. Und dann ist die Zwischendecke fertig und dann können wir uns ums nächste Stockwerk kümmern. Ja. Ja, ich gehe mal mit der Dynamitstange nach oben. Mhm. Gucken, wo es sich lohnt. Ist schon relativ ausgedünnt. Mist. Müsste man ja einfach nur weiter rein. Ja, ich schau mal hier. Ja. Ihr seid alle unten am Haus irgendwo, ne? Ja. Mhm. Gott. Ja, so 5, 6 sind auf jeden Fall umgefallen. Und dann Wagen nehmen und hoch da, ja? So, habt ihr euch einmal die Nacht wegschlafen nochmal? Ja, und das. Ja, gut, dann hätten wir wieder Möglichkeit, ein bisschen was zu sehen. Also ich lieg schon. Hm, komm sofort. Moment, wir kommen kuscheln. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir überlege, wie die Betten aussehen und wir vier uns da ins gleiche quetschen müssen. Für jeden einen Fell. Ja, geil. Wieder eine Person. Und mir wird kalt. Mir wird kalt. Mhm. Jetzt. Einer fehlt noch. Bleibt die eine Person? Ja, ich muss jetzt erwärmen, weil mir kalt ist. Jetzt nicht mehr. Brenne. Ich komme sofort wieder. Bin ich schon unterwegs wieder. Verstehe sowieso nicht, warum uns kalt sein kann. Wir stehen alle in der Bude. Wofür ist denn dann diese Behausung?
Oh, leck mich doch. Muss ich aber auch kurz warm machen, ansonsten. Ja, ich habe hier gerade Feuer an. Das ist keine Ecke. Was ist das, Lichtschwert oder was? Das ist meine Wärmefackel. Ich wollte gerade sagen, wieso machen wir nicht einfach die Kamine an? So, und jetzt schlafen. Und jetzt. Bing. Jetzt wird's hell. Juhu. So, dann nehme ich mal den einen Wagen hier mit, wa? Mhm. Wie er einfach teleportiert die ganze Zeit. So. So, wo waren die Baumstämme links oben, ne? Ja. Allerdings ein bisschen weiter drin. Ja. Sonst hätte sich das nicht gelohnt. Irgendwann haben wir ums Haus herum alles kahl geschlagen. Ja, kann ja gut. Das Gute ist ja, es spawnt ja alles nach. So. Sorry. Na. Ich kann hier oben jetzt gleich noch ein paar mit Hand. Waren das doch nicht so viele? Sind die alle weg? Oder sind die alle ins Wasser gerollt? Kann doch nicht sein, oder? Ich habe mich mal ein bisschen mit Schlamm bedeckt. Ja. Dass du mir so nicht ins Bett gehst. Du siehst aus wie Sau, Markus. Und dreckig bist du auch noch. Das erste stimmt, das zweite nicht. Sagst du. Hier liegen noch genug Bäume. Baumfeld. Baumfeld. Vorsicht. Daneben. Ich bin extra schon stehen geblieben. Also da hinten liegen drin liegen die ganzen Bäume. Hier. Okay. Wo ich stehe. Und die Wagen sind, glaube ich, eh gleich voll, oder? Ja, der eine auf jeden Fall schon, der kann schon zurück. Ja, die müssen, glaube ich, beide schon vorbei. Ja, beide voll sein, ne? Ich mache noch ein paar per Hand. Ein bisschen Baumharz kann ja auch nicht schaden, ne? Ich kann die zuwerfen mit Baumholz. Ja klar, ihr habt ja natürlich schon um einiges mehr per Hand gefällt, ne? Mhm. Bin gleich wieder da, ne? Ja. Warte, stopp, Baumfeld. Yep. Ich komme gerade nicht raus. Man bleibt immer ständig an irgendwelchen Kleinigkeiten hängen, die man dann nicht sieht, weil die in den Wagen rein glitschen. Mhm. Ich fäll dann hier in der Zeit ein bisschen per Hand weiter, ne? Ja. Wir haben eigentlich einen dritten Wagen sogar normalerweise. Wir können aber auch einen dritten sonst bauen. Oh, leck mich doch. Ich hasse das, wenn ich irgendwie hängen bleibe, so ein Stein oder so. Also ewig viel brauchen wir auch nicht mehr an Holz, also zumindest nicht für die, bis wir jetzt fertig sind. Doch, wir brauchen wohl noch viel. Wir brauchen ja noch den Rest noch eine Etage machen. Soll ich da mal warten mit dem Fällen? Mach ich den einen Baum hier noch fertig. Mhm.
gucke ich mal online nach den Pfeilen. Vorsicht, Kev, du wirst. Ja. Zwei, noch eines. Noch sechs Stück. Der hört sich an, als wäre da noch irgendwo was. Irgendwo ist hier noch, aber der ist runtergesprungen. Dachte eigentlich, der wäre ersoffen oder so. Das muss irgendwo hier unten sein. Das klingt ja komisch, als wenn der gerade. Ja, ich hab ihn gesehen, ich weiß, wo der steht. Ist hier bei mir. Ist aber immer noch im Wasser. Hier ist es auch rausgehüpft sogar. Also der kann irgendwie. Hier ist wieder was, hier ist was Großes. Bei mir um die Ecke. Ich bin aber ein bisschen weiter weg, ich bin auf Rehjagd. Versuch da jetzt mal dran vorbeizuschleichen. So, eine Ladung brauchen wir noch an Bäumen. Haben wir zwei Bäume noch, das war mich. Ja, und da oben, wo wir die Bäume eben eingesammelt haben, da touren zwei große rum. Ja, dann haben wir soweit das Häuschen fertig. Also was heißt fertig, aber die Etage zumindest. Ich komme mal hier eben durchs Wasser geschwommen. Also Dach ist zumindest drauf. Müsste man jetzt nur noch das Loch in die Decke sägen, ne? Ja, ich gucke halt, wo es ist. Bei freies Bauen 2 rechts oben. Tschüss, was ist? Warte mal. Der Schildkrötenpanzer hat auch noch gefehlt, ne? So. Ja. Das war die Treppe. Jetzt ist aber noch in der Decke. Upsi. Naja, solange ihr nicht das ganze Haus einreißt, ne? Ein bisschen schief. Was machst du da? Wir bauen noch eine Treppe hin. Viel Spaß, du kannst ja noch eine zweite Treppe bauen.
Ich halte mich mal gerade raus. Ich mach das immer. Ich habe immer das Gefühl, ich habe alles kaputt gemacht. Eigentlich wollte ich gar nicht da machen, sondern daneben. Ich weiß gar nicht, ob wir Frauen noch so hoch sollten, wenn er die Decke einreißt. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt mal gucken. Ich bin jetzt mutig und gehe mal gucken. Ja, ich gucke. Ich sag nichts. Markus, war's. Ja, ja, genau. Ja. Ich meine, so ein bisschen Belüftung ist ja auch nicht schlecht, ne? Profi-Arbeit. Was habt ihr getan? Nix. Das sieht man doch normalerweise. Das sieht man doch eigentlich, oder nicht? Was man da rausreißt. Nein. Das ist Freitaggefühl. Ja. Aber da kriegt ihr doch im Leben keine Treppe rein, dass man da hochgehen kann. Da bleibst du doch überall hängen. Sagst du, dann mach das. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Da muss dann wahrscheinlich noch ein Stückchen von der Decke wieder weg. Ich mach da nichts mehr dran an der Decke. Die Frage, wie kriegen wir jetzt das andere Loch wieder zu? Ja, wahrscheinlich musst du da noch mal so einen Kastenboden reinpacken, ne? Versuche ich gerade. Ich habe das nie hier mehr gesehen. Tschüss. Ja. Scheiß, das, oder? Wir haben einen scheiß Biberbefall hier. Also da habe ich es wieder drauf gekriegt, aber hier an der Stelle irgendwie will das nicht. Weil es auch so gekonnt schräg ausgesägt wurde. Ich weiß doch gar nicht, womit man das am besten macht. Also ich würde es schon wieder zukriegen, aber das wäre dann wieder die gleiche Baumstammanzahl für eine ganze Decke. Dann ist das so. Ach so, weil er wahrscheinlich noch einmal komplett drüber legst, ne? Ja. Also ich kann nicht einfach nur dieses Loch da zumachen, das geht irgendwie nicht. Ja, und was ist, wenn man das hier mit einer eigenen Treppe macht, aber dann hat man wieder so ein Ding da drin, ne? Dann haben wir trotzdem zwei Löcher, also eins müssten wir schon irgendwie zu machen. Ja. Ja, oder man macht jetzt aus den beiden Löchern ein großes und setzt dann da eine Treppe hoch. So, wenn du Richtung das hinkriegst. Soll ich war so, wenn wir jetzt, oder wenn du das sowieso anzeichnest, um die ganze Decke neu zu machen, kann man es doch mal testen. Komm, ich bin jetzt mutig, ich teste das. Als ich gerade was versucht habe, daraus zu sägen, ist gar nichts passiert. So. Bei mir wollte es die Säge nicht wirklich. Ich versuche jetzt mal das Mittelstück noch rauszunehmen. Seid ihr bereit? Ja. So. Hat er was rausgenommen? Sieht gar nicht. Aber, nee. Das Geräusch war da. Ja, bei mir auch, aber da passiert halt nichts mehr. Sein. Komisch. Du hörst zwar das Sägegeräusch, aber das bleibt halt da. Ja. Upsi. Was greift ihr da? Versuch's mal hier ein Stück weiter vorne noch. Nicht erschrecken. Geht aber auch nicht, ne?
Das ist ja merkwürdig. Nee. Ist bestimmt verbuggt. Und deswegen sind da jetzt auch zwei Löcher drin. Ich gehe mal schnell das ganze Fleisch weghängen.